Las matronas o parteras son profesionales de la salud que se preocupan por la llegada de los recién nacidos y sus madres durante una labor de parto. Para algunas comunidades son prioritarias y fundamentales en el desarrollo de la salud. Sin embargo, ejercer este trabajo durante la crisis sanitaria de la COVID-19 ha presentado algunos cambios, retos y limitaciones. 365 Tage im Jahr werden Hebammen rund um die Uhr, jede Minute, jeden Moment gebraucht. Ich würde mir sehr, sehr wünschen für meinen Berufsstand, dass mehr Anerkennung da ist. Und auch finanziell Zeit an der Stelle vergütet wird. Mein Name ist Christiane Klimisch. Ich arbeite als Hebamme in der Freiberuflichkeit seit gut 20 Jahren. Die Krise mit Covid-19 hat uns alle, glaube ich, ganz schön verunsichert. Guten Morgen, Christiane. Boah, 4.830 Gramm. Das ist ja ein Mordsatz. Wow, das ist ja Sahnekrebs. Stellt sich natürlich auch die Frage, halt, wie kann eine Hebamme Homeoffice machen? Also, dass man sich sieht und spricht, und das kannst du halt nicht auf so einem digitalen Weg abfrühstücken. Im Moment habe ich ein bisschen Befürchtungen, weil wir manche Leistungen, manche Besuche auch auf Online, auf Video, auf Telefon zusammengestutzt haben und daraus uns auch ein Schuh gedreht werden kann. Oh, dann reicht es ja vielleicht. Die gleichzeitige Betreuung unter einer Geburt von 4 bis 5 Frauen. Das heißt, dass du hin und her springst, dass häufig die Frauen sich alleingelassen fühlen, viel schneller Interventionen nötig sind, weil einfach die Zeit nicht da ist. Komm du ruhig noch mal her. Ich versuche dir das noch mal mit zu zeigen. Deutlich. Es ist der schönste Beruf, den es gibt. In dieser Intensität direkt nah am Leben zu arbeiten. Ich habe manchmal so Fantasien, dass so eine Krise auch Neues miteinander schaffen kann. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass wir neu darüber nachdenken, wie wir Gesellschaft wirklich stricken wollen und was wichtig ist.